Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zu einem neuen Part Fußball Manager 2014 Let's Play mit mir, eurem Sphinx Mido 007 und hier zum 24. Spieltag der Barclays Premier League. Wir haben hier ein Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten, beim Tabellennachbar, dem FC Arsenal London hier im Emirates Stadium. Und ich habe mich jetzt doch dafür entschieden, ein Textmodus-Spiel zu machen, weil wir wollen ja durchkommen mit der Saison und ein 3D-Spiel würde bedeuten, dass ich es in zwei Parts aufteile. Von daher würde ich sagen, gehen wir hier rein. Textmodus, 24. Spieltag steht an. In den internationalen Ligen geht es auch wieder weiter zur Sache, wie wir sehen können. 19. Spieltag der Bundesliga, 23. Spieltag der dritten Liga, der Regionalliga Nord, West, Südwest, Bayern, Championship und so weiter. Also in den Ligen Europas geht es weiter und wir gehen dann rein ins Spiel, sagen unserer Mannschaft heute, sofern es klappt, unsere Siegesserie geht heute weiter. Und damit moin moin und herzlich willkommen hier beim FC Arsenal London im Emirates Stadium am 24. Spieltag. Ihr habt die Einlaufmusik gehört, die hatten wir auch gehört, als der gute Van Bergen bei FC Arsenal war und die damals gecoacht hat, damals unter anderem Çalhanoğlu geholt hat und Neymar und wie sie alle heißen. Und es ist Nervosität hier auf beiden Seiten, ist natürlich klar, ist ein Top-Spiel. Jetzt haben wir die erste Möglichkeit, 8. Minute Martial, festet ab hier, links im 16er schießt aus Spitzenwinkel, der Ball knallt gegen den Außenposten. Also gute Möglichkeit hier früh zu beginnen, ein Zeichen zu setzen. Und der Boden hier in London im Emirates Stadium ist sehr tief. So, Michailov bekommt den Ball hier im Nachfassen, nachdem hier Anthony Martial abzieht. Und jetzt nächste prozentige Möglichkeit, kommt über Modric, der Karabas schön einsetzt, der trocken mit einem Rückpass Martial findet, der aus 15 Metern trocken einschießt. Wir haben hier die 1-0-Führung, 26. Saisontor von Anthony Martial, neunte Vorlage von Kagawa. Klasse Auftakt. So kann es natürlich weitergehen. Carzola flankt schön vom linken Flügel in den Lauf von Giroud. Aber Raphael geht dazwischen, klärt abgezockt zur Ecke. Und ich habe ja in der letzten Folge darüber philosophiert, wie es hier in der Zukunft bei dem LP hier aussehen wird. Die Saison hier noch in der Premier League geht noch knapp 3 Monate. Wir haben jetzt Ende Januar. Anfang Februar ist da, Anfang Mai ist da das letzte Spiel. Dann haben wir noch Champions League und wir haben das 2:0 hier von Anthony Martial nach Freistoß von Luka Modric. 27. Tor bereits für unseren Franzosen. Und jetzt die gelbe Karte hier von Raphael. Er hätte hier durchaus auch die rote Karte sehen können. Müssen wir natürlich hier gleich einstellen. Und wie schon gesagt, wir haben noch einige Pokale. Capital One Cup sind wir ja jetzt im Finale, spielen dagegen die Tottenham Hotspurs. Denke ich mal, dass wir da gute Chancen haben werden, den Pokal da zu holen. Dann haben wir noch den FA Cup, den prestigeträchtigsten Pokal in England, wo wir auch noch gut mit dabei sind. Und dann müssen wir uns einfach fokussieren, wenn die Saison vorbei ist. Sollten wir es noch schaffen, die Champions League hier zu holen, wäre natürlich dann überragend. Aber wir werden sehen, wie es kommt. Jetzt haben wir hier die gelbe Karte von Marcel Schmelzer. Langt dagegen Robin van Persie ordentlich hin. Und ich habe mir halt so meine Gedanken gemacht, zu welchem Verein wir wechseln könnten. Es gibt viele traditionsreiche Mannschaften in Deutschland, die man durchaus übernehmen könnte, die euch auch für euch interessant sein könnten. Und ich habe da halt gedacht an die Traditionsvereine Saarbrücken, Bielefeld, Darmstadt, Paderborn und der Aufsteiger in die zweite Liga jetzt in der Realität, der erste FC Heidenheim.
Und ich denke, das ist auch eine recht gute Mannschaft. Und wir haben hier das 3:0 von Phil Jones. Klasse. Es ist von der Saison, 17. Vorlage von Robin van Persie. Klasse Sache hier. 34 Minuten, wir führen mit 3:0. Chance für die Gunners von Jack Wiltshire. Aber das war eher nur eine verpuffte Möglichkeit. Von daher sagt man jetzt einfach mal Kontrolle übernehmen. Jetzt muss Marcel Schmelzer hier mit einer Platzwunde vom Platz. Marcel Schmelzer, der ja nicht nominiert wurde für die WM, stand im erweiterten Kader, wurde dann von Joachim Löw gestrichen. Dann kam das Spiel gegen Armenien, wo sich Reus verletzt hatte, und dann wurde Skrotan Mustafi nominiert. Und für Schmelzer kommt jetzt Sebastian Jung. Sebastian Jung in der Realität neue Wolfsburger. So, es hat sich viel getan in der Bundesliga bis jetzt von den Transfers. Und selbst jetzt in der WM-Zeit gibt es ja immer wieder Gerüchte. Und einer, der bei Ecuador gerade gut ist, Enner Valencia, steht da im Fokus von Eintracht Frankfurt. Wenn ihr das Video hier seht, könnte es sein, dass vielleicht der Transfer durch ist oder es einfach nur ein Gerücht geblieben ist. So. Motivieren wir hier mal, was das Zeug hält. Massieren. So. Halbzeitansprache, sehr gut, weiter so. Das Hinspiel hatten wir mit 3:1 gewonnen. Da kann ich mich noch gut erinnern, das war bei uns zu Hause gewesen. Für Raphael könnten wir Ricardo Rodriguez rüberschicken. Phil Jones, machen wir doch. Phil Jones nach rechts, das kann er ja. Dann kommt wieder Tah rein. Und Tah kümmert sich dann... So, wo ist denn die Nummer 3? So. Dann kümmert sich hier Tah um Olivier Giroud. So, und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die zweite Halbzeit. Wir haben momentan eine gute 3:0 Führung. Eigentlich hier in überragender Form, aber ich denke mal, Courtois, gönnen wir hier mal einen Einsatz für die nächsten 45 Minuten. Also jetzt Thibaut Courtois im Einsatz, der für seine Belgier ein recht ordentliches Spiel gemacht hat beim 2:1 Erfolg der Belgier über Algerien. Was fast nach einer Überraschung gerochen hätte in der ersten Halbzeit, hatte ja Algerien per Elfmeter von Sofiane Feghouli den Weg bereitet, aber Belgier haben dann aufgedreht, unter anderem Marouane Fellaini, den wir hier haben, und Dries Mertens mit den Toren. Dann das zweite Spiel war eher eintönig, Russland-Südkorea, welches dann 1:1 endete. Jetzt hier Ricardo Rodriguez, dessen Schuss rechts am Tor vorbeigeht. Aber wir sind dran. Ecke, Robin van Persie, zweiter im Spiel. Van Persie zieht den Ball Richtung Elfmeterpunkt, wo sich Martial von Sebastian Jung löst. Und der Ball geht ganz unten links am Pfosten vorbei. Und jetzt fällt auch noch der nächste Verteidiger aus. Was für ein Pech hier. Erst Marcel Schmelzer, jetzt Sebastian Jung. Gebrochener Knöchel auch noch. Und jetzt kommt Theo Walcott für die Linksverteidigung. Kann er das überhaupt? Eine 60. So, wir könnten es jetzt natürlich versuchen, vermehrt über die linke Seite zu gehen. Und Theo Walcott zieht auch hier gleich die gelbe Karte. Also besserer Einstand kann man nicht sagen. Scharfe Hereingabe von Phil Jones ist etwas zu nah vor das Tor. Michailov ist rechtzeitig unten und packt sicher zu. Na, ich glaube, ich lasse doch alles beim Alten hier. Wir nehmen alle Varianten. So, Chance für die Gunners. Ganz schwache Aktion von Wiltshire. So, und wir wechseln.
und es kommt Robin van Rain Rooney für Robin van Persie. Die Fans von den Gunners singen hier Oh to be a Gunner. Und Carl Jenkinson hier mit der gelben Karte. Harmlose Attacke von ihm an Rain Rooney. Dafür muss man keine Karte geben. Aber Craig Clark hier greift gnadenlos durch. Chance für die Gunners von Mikel Arteta, zweite Ecke in dieser Partie. So, und Courtois packt hier sicher zu, der auch eine 1,0 gerade hat. Und gelbe Karte jetzt für Marouane Fellaini. Nach einem Textiltest, den er auch bestanden hat. Naja, ist unser Belgier jetzt hier verwarnt, aber zu viel passieren kann er nicht mehr. Und Olivier Giroud trifft das Tor aus kurzer Distanz mal gar nicht. Naja, ist ja auch jetzt die Konzentration ja so eine Frage jetzt. Überzahl für Arsenal. Özil ist durch, hat nur noch Courtois vor sich. Legt den Ball an Courtois vorbei. Tor! Durch Mesut Özil, 1:3. So, eine Chance von Olivier Giroud, die nur zu einem Absturz wird. Aber eine schöne Tormusik haben hier die Gunners. Und der dritte Linksverteidiger fällt jetzt hier vom Platz, Theo Walcott. Schiedsrichter Greg Clark zeigt dafür ein grenzwertiges Foul sofort die gelb-rote Karte, lässt jedwedes Fingerspitzengefühl vermissen. Natürlich faulte Martial, aber man hätte es auch bei einer Ermahnung belassen können. Jetzt die Gunners hier zu 10, Konter über Rain Rooney, das Leder gelangt zu Kagawa, der flankt nach innen. Und Koscielny rettet vor Martial zur Ecke. Die hereinkommt von Luka Modric, die dritte im Spiel. Modric schlägt den Ball hoch auf den Elfmeterpunkt gerade so, dass Michailov nicht weiß, ob er herauskommen soll. Martial kommt so zum Kopfball, verfehlt das Tor aber um wenige Zentimeter. Haben hier noch 10 Minuten zu spielen, 3:1 Führung bei den Gunners. Das würde bedeuten, wir haben auch das Ergebnis hier im Rückspiel dasselbe. Oh Mann. Fast ist 4:1. Aber Martial 7 Meter vorbei. Jetzt hat sich hier Wiltshire verletzt, aber unser Hulk zeigt sich hier als wäre Sportsmann. Die obligatorische Verletzung kurz vorm Spiel. Ende hier. 88. Minute, wir nochmal mit einer Möglichkeit. Kagawa kommt auf Flink zum Flanken. Marquinhos steht zu weit weg von Martial. Der mit einem schönen Kopf bei Michailov auf dem falschen Fuß erwischt. 4:1. Die Entscheidung, 28. Saisontor von Martial, 10. Vorlage von Kagawa. Und für uns ist es jetzt nur noch ein besseres Training. 2 Minuten Nachspielzeit hier im Emirates Stadium. Chance nochmal für die Gunners. Arteta legt für Giroud auf. Der zieht aus 16 Metern ab, Courtois hätte vermutlich keine Probleme gehabt. Doch Özil steht im Weg, kommt mit der Brust noch an den Ball und fällt den Ball unhaltbar ab. 2:4. Mesut Özil, 8. Saisontor. So, und wir gewinnen hier mit 4:2 beim FC Arsenal. Thibaut Courtois, der heute zweimal hinter sich greifen musste. Und wir sehen es einfach, dich hier ist der bessere Mann, kassiert kaum Gegentore, Courtois. Kassiert fast in jedem Spiel ein Gegentor. Sehen Sie, 51:49% Ballbesitz. 10:13 Chancen für uns und alles weitere im Nachbericht. In diesem wir jetzt nun sind, herzlich willkommen zurück im Nachbericht zum 24. Spieltag der Barclays Premier League. Wir gewannen mit 4:2 beim FC Arsenal London, bester Spieler von uns Raphael mit 1,0. Mesut Özil heute bester Mann, hier 2 Tore bei den Gunners 3,0. Der wirklich sehenswerte Tore hier gemacht hat, Theo Walcott, schlechtester Spieler auf dem Platz hier
Gelb-rote Karte musste den zweiten Linksverteidiger hier ersetzen. Schmelzer musste erstmal raus, fällt 2 Tage aus. Dann musste Sebastian Jung wieder raus, fällt 6 Wochen aus. Und dann Welke, der jetzt für ein Spiel gesperrt ist. Wir können sagen, unsere Einwechselspieler waren recht gut. Courtois war 1,5, Tah 1,5, Wayne Rooney eine 3,5. Unsere beiden Ansprachen haben funktioniert. Und jetzt zu den Statistiken, da sehen wir jetzt 8:5 Schüsse, 11:6 Chancen. Arsenal hat mehr erfolgreiche Pässe gespielt und 51-49% Ballbesitz, Spieler des Spiels Raphael. Und die Temperaturen lagen gerade mal bei 4 Grad. Und sehen's, durch die Niederlage der Gunners fallen sie jetzt vom 2. auf den 4. Platz zurück, Tottenham Hotspurs. Wieder ärgster Verfolger, aber wir haben 21 Punkte Vorsprung. 24 Spiele, 24 Siege, 72 Punkte, 91 Tore zu 16 Gegentore. Wir haben nach wie vor die beste Defensive in der Liga und können uns den Titel hier wahrscheinlich schon bald sichern. Ich glaube, in der Bundesliga war Rekord 21 oder sowas in einer Saison. So, dann nehmen wir mal die Tabelle wieder so, wie sie ist und sehen uns ja hier auf Platz 1 dahinter Tottenham Hotspur, Chelsea und Arsenal. Und unten wegen Athletic, West Ham United und Stoke City. Jetzt zu den Ergebnissen. Liverpool schlägt die Green Parks mit 3:0. Tottenham Hotspur 3:1 gegen Southampton. 2:2 zwischen Stoke und Sunderland. 3:0 Erfolg von Chelsea bei Wigan. 2:2 zwischen West Ham United und Fulham. 3:2 Erfolg von Swansea über Everton. 3:0 von West Brom über Hull, 3:1 von Aston Villa gegen Newcastle, Bolton Wanderers spielen 1:1 gegen Manchester City. Jetzt gucken wir mal in die Championship. Dort Crystal Palace und Reading auf den ersten beiden Plätzen. Unten Huddersfield Town, Bournemouth und Yeovil Town. Und jetzt der Blick nach Deutschland, wo der VfL Wolfsburg mit 4:0 gewinnt gegen Borussia Dortmund. Bleiben weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz. Der FC Bayern München gewinnt sein Spiel bei RB Leipzig mit 2:0 vor 45.500 Zuschauern. Und Snyder wurde da bereits zum 6. Mal in die Elf des Tages gewählt. Scheint wohl eine gute Saison zu sein für den Holländer. Gucken wir mal in die Ergebnisse. Doppelpack Gomez, Hernandez und Arnold mit den Toren. So, wir sehen es ja, ein wirklich dezimierter Kader, den sie da haben. Firmino kam nur zu 2 Einsätzen. Schürrle wahrscheinlich auch nicht so viele, doch 19 Einsätze, zumindest recht positiv. Ja, aber die haben einen recht dünnen Kader, also wenn da mal Verletzungen sein sollten, könnte es relativ schwer kompensieren. Für links haben sie jetzt Christian Trash eingesetzt. Davor hatte ja Jerome Roussillon gespielt, den wir ja geholt hatten. Noch bevor ich gegangen bin. So. Sonst haben sie noch irgendwelche Transfers getätigt? Nee. Aber Abgänge jede Menge. Haben über 55 Millionen Gewinn gemacht, 113 Millionen eingenommen. So, und dann gucken wir mal in die dritte Liga. Die zweite ist ja noch in der Pause. Dort sehen wir Halle und Chemnitz auf den Aufstiegsplätzen. Paderborn 6. Darmstadt 8. Hansa Rostock auf der 11. Bielefeld auf der 12. Unterhaching 17. Und 3 dritte Mannschaften hier auf den Abstiegsplätzen. Und jetzt zu den Stimmen. Da sagte Arsene Wenger mit dem 2:4, sind wir noch gut bedient, Manchester United hat all unsere Fehler ausgenutzt. Und ich sagte, Schach ist für mich neben Fußball der schönste Sport, weil er wegen den Figuren auch ein Mannschaftssport ist. Schach habe ich früher mal gespielt, das ist ein ganz interessantes Strategiespiel. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Demas hier, Dreierpack von Martial, 28 Saisontore jetzt. Scheint es recht gut zu machen bislang. Sonst eine gut durchgemischte Elf des Tages hier. Spieler des Spieltages wurde Yaya Touré von Manchester City. Teamleistung, Schnitt von 2,55 in der Saison, Schnitt von 2,66.
beste Spieler Seamus, jetzt Martial, 3 Tore Vorsprung vor Robin van Persie. Modric auf Platz 11, Rooney auf Platz 22. Ibrahimovic, der ja inzwischen bei Marseille ist, 3 Einsätze, 3 Tore. Da scheint sich gelohnt zu haben, ihn zu Marseille zu schicken. Und nach 24 Spieltagen Modric, notenbester Spieler vor Van Persie, Rafael und Kagawa. Und jetzt zum Fairplay, da sehen wir es hier, Schweinsteiger fällt noch einen Tag aus und wir sind die erste Mannschaft in der Barclays Premier League. Dann gehen wir mal weiter, weil jetzt sehen wir dann auch gleich die Tatsache, dass die letzten 24 Stunden der Transferperiode noch anstehen. So, da sind es schon die letzten 24 Stunden, da gucken wir auch gleich mal, ob uns noch jemand verlassen will. Hier Petagna zu DC United. So, ich sag, wenn sie hier 1,4 zahlen, kann er ruhig gehen. Und für Karius werden 280 geboten. Okay, er geht für 1,4, ist in Ordnung. Karius kann für 300.000 gehen. Wird man auch einen leichten Gewinn machen. Na komm, ich lasse mich da doch nicht wegen 10.000. Der geht dann auch hier zu DC United, also beide nach Amerika. Jetzt können wir hier verschnellern. Dennis Suarez geht zu Schachtar Donetsk von Real Madrid Castilla. Mika zu Chievo Verona. Von der Reserve von Sporting Lissabon, Gaetano Berardi geht zu Basel für 6,87 Millionen. Nathan Ekis zu Startrennen. Jack Robinson von den Tottenham Hotspurs zu Lyon, also der gute Baumader hatte ja einen gut generierten Spieler damals, Theo Robinson hieß er, und der hat es ja auch wirklich gut gemacht bei seinem damaligen Verein. Branimir Hrgota wechselt zu Valenciennes. Den nehmen wir uns mal ins Blickfeld, sollten wir ja zu einem zweiten Bundesligisten wechseln. Oder zu einem Drittligisten, man weiß es ja jetzt noch nicht. So, und wir können hier weitergehen. Sehen Sie hier, Martial ist der teuerste Spieler in der Liga mit einem Marktwert von 91,35 Millionen. Weltweit ist er das auch vor Lionel Messi, Olora und Jesse. Neymar auf dem 5. Platz. Cristiano Ronaldo auf der 11. Molanda, 13. teuerster Spieler, Rooney 19. Ricardo Rodriguez 22. Reus 30. Rafael 33. Van Persie 36. Ihr könnt es ja sehen hier. Das sind einige dabei. Çalhanoğlu 84, Morata 100. Den wir ja jetzt hier nachnominieren können. Genau hier können wir es automatisch auswählen. Gucken wir mal, ob alle dabei sind. Ja, sind alle markiert. Gut. Verbleibend, wir hätten noch 3 Möglichkeiten vermutlich. Nicht lokal ausgebildete Spieler 17 von 17. So, wie viele haben wir denn überhaupt lokal ausgebildet? Das können wir ja gleich sehen. Hier sind lediglich 4 mit Rooney, Raphael, Phil Jones und Januzaj. Und hier dann noch Carrick und Duncan Hay. Da würde ich sagen, gehen wir weiter. So, und Spieler des Monats im Januar wird hier Martial mit 50,7%. In Deutschland David Alaba vor Gomez und Didier Yakunan. So, sehen hier die Renovierungen sind abgeschlossen. Und jetzt wieder ein klein wenig Musik in den Hintergrund. Und wir tun uns vorbereiten auf das Spiel gegen West Bromwich Albion. So, Fellaini erreicht neue Erfahrungsstufe, ist auf der 6, das heißt plus 2 in Erfahrung, klasse. Der dann damit auch hier an Grundstärke dann zusetzt. Hinweis auf Sonderprämie für Einsätze. Müssen wir 320.000 an Ricardo Rodriguez zahlen und 260.000 an Molanda. Das können wir ja zahlen, Mannschaft der Woche, Rafael Martial. Jugendcamp benötigt Kleinbus von 10.000 Euro und wir sehen es, Petagna wechselt
zu DC United und Karius zu DC United. Wir nehmen sie beide mal ins Blickfeld auf für die Tatsache, dass wir zu einem neuen Verein gehen, dass wir sie gegebenenfalls holen können. Loris Karius müssen wir eine Entschädigung zahlen von 1290 an Mainz, für Betania 7000 an den AC Mailand. Green fühlt sich unterbezahlt. Verdient auch 1 Million. Kann ich nachvollziehen. Thomas, mal so lange machen, bis unser Dings hier meckert. Unser Vorstand. Okay, schon soweit. Alle Spieler spielberechtigt. Transfermarkt ist ab jetzt geschlossen. Alaba verlängert Vertrag und Schweinsteiger ist wieder fit. So, dann gehen wir mal weiter, tun uns auf das Spiel gegen West Bromwich Albion, vorbereiten die Tabellen 17. sind vor 82.000, also das Stadion ist nicht ausverkauft. André Almeida, der bei Portugal für Furore sorgt. Hier von Atletico Madrid beobachtet, lang zu Hannover 96. Und der ewige Keller ist hier nicht mehr dabei. Nach Ablösen haben wir jetzt nochmal knapp 55 Millionen ausgegeben. Black hier ein Talent von Basel geht zu Inter Mailand und Carrasco von Valencia zu Parma für 11,2 Millionen. Das belgische Talent. So. Das Rom hat mit Elijic verlängert, der ja angeboten worden ist für einen möglichen Transfer zu Dortmund, glaube ich. Für Aubameyang. Und sehen's, Real Madrid hat mit Sergio Ramos verlängert, Manchester City mit Aguero. So, haben hier knapp eine Woche. So, und stehen hier die Top-Transfers, die so gut wie wir hier komplett stemmen. Die weiteren Kevin Prince Boateng, Yassine Benzia, Grimaldo und Asaidi, die hier noch ins Auge fallen. Ansonsten alle von uns hier. Der teuerste aber Yassine Benzia für 36 Millionen von Lyon zu Arsenal. 10 Kagawa erreicht neue Erfahrungsstufe. Auch das ist wirklich schön zu sehen. So, ging der Wechsel überhaupt noch durch hier mit Hedrich zu Heidenheim? Och nee, der ging leider nicht durch. Schade, schade. Den hätte ich nämlich gern verliehen. Naja, schade. Wäre nämlich ablösefrei gewesen. So, und euch kann ich jetzt natürlich das Ganze hier zeigen, noch in der Jugend. In der letzten Folge kam ja Alexander Mitte dazu. Hat jetzt auch das Spielerbild bekommen aus dem neuen Jugendspieler-Package vom Grauer Saut. Könnt ihr, glaube ich, runterladen. So. Dann gehen wir jetzt weiter, nähern uns dem Spiel hier und sehen, wir haben 142 Millionen für neue Spieler ausgegeben. Top-Transfer Hakan Çalhanoğlu. Wolfsburg hat 20 Millionen ausgegeben, Bayern ebenfalls 20. Real Madrid 50 Millionen, Barcelona für 5 Spieler 123,5 Millionen. In der ganzen Saison haben wir 218 Millionen ausgegeben für 15 Spieler. Ist ordentlich, aber wir mussten ja den Kader auch einigermaßen ergänzen. Rafael Guerrero, das Talent hier, wechselt zu PSG. So. Nähern uns dem Spiel jetzt neuer Jugendspieler, Liam Moore. 14 Jahre, kein Charakter. Naja, nehmen wir mal mit. So, können dann gleich den Kader aufstellen. Jetzt haben wir halt schon wieder eine halbe Stunde. Tut mir wirklich leid. Ich versuche mein Bestes, dass es immer so wenig ist wie auch immer, aber irgendwie kriege ich es doch ziemlich hin. So, De Gea Trainingsziel. Kagawa Trainingsziel und wir sehen, Toljan wurde schon wieder auf Transferliste gesetzt. Kaum beim neuen Club geht es vermutlich schon wieder weiter. Und wenn der FM zu schlau ist, dann wird wahrscheinlich der Weg für ihn wieder zurückgehen nach Wolfsburg.
oder nach Salzburg oder wohin auch immer. Man kann es ja theoretisch hier sehen, wer da jetzt wieder dran ist. Galatasaray, okay. Auch nicht schlecht. Von einem Club zum nächsten, von St. Pauli nach Istanbul, ist auch ein weiter Weg, also von Hamburg nach Istanbul. Kann er mit der Turkish Airlines hinfliegen, theoretisch. Und wir haben jetzt das Heimspiel gegen West Bromwich Albion. Wenn wir auf den Spieltag kommen. Oh, wieder die Tom und Jerry Mucke. Bam, 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 bam. Und wir sind das Topspiel am 25. Spieltag, nicht am 25. Spieltag. Das sind die Partien Sunderland, Tottenham, Manchester City, Liverpool und Chelsea, Everton. So, 9 Nachrichten. So, Duncan Hay fällt am schwachen Fuß. Und wieder einige Trainingsziele. So, stellen wir natürlich noch ein. So, Andreas Meyer, Trainingsziel. So, Leon Hopf hat Trainingsziel erreicht, auch bei ihm Thomas kurz anpassen. So, Spieler sind froh über unsere Entscheidung, dass wir nicht zu den Red Bulls gewechselt sind. Dagegen hat Toronto Interesse an uns, der Ex-Verein von Thorsten Frings. Unter Assistent Eddie Nitsiewski wird neuer Trainer von Stoke City. Die uns ja, glaube ich, auch haben wollten. So, und können jetzt aufstellen. Morata wird dann jetzt hier aufrücken. Hakan Çalhanoğlu kommt auf die Bank. Hummels für Phil Jones, der dafür dann auf die Bank mitkommt. So, wir gucken es uns natürlich jetzt alles noch ein bisschen näher an. Ich denke mal, Fellaini gegen Schweini wird Schweinsteiger jetzt mal anfangen. Und für rechts könnte Çalhanoğlu beginnen. Denk mal, das machen wir auch. Und Marco Reus auf links. So. Das wäre dann unsere neue Traumaufstellung hier. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Taktik rein. Wie immer 10.000 Euro Siegprämie. Und im Teamvergleich sehen wir es hier. Flaches 4-4-2. Von West Bromwich. So, haben wir alles eingestellt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder mit der Begegnung.